Penny sollten wir abgeschlossen haben. Ja. Jetzt hier noch Stan und Mitch und Jared. Na, wie schon gesagt, Jared werden wir, glaube ich, nicht kriegen. Weil wir haben ja auch kaum das Taxi genutzt. Ne, das Taxi kam ja dann meistens über die Telefonzelle und das kam ja nie. Vielleicht hätten wir das mal machen sollen. Aber ich dachte, ich gehe mal lieber so den Problem aus dem Weg. Ne? Das war jetzt erstmal so mein Ansatz. So, Auto verstecken, zu Fuß gehen. Zum Ort fahren. Ja, cool. Volle Energie, da können wir eigentlich schön über den Berg rüber. Könnte natürlich auch problematisch werden, nicht, dass wir nachher den Berg wieder sprengen wollen. Das wäre auch ein bisschen ungünstig. Wir haben wieder 9 Kilometer. Wir sind hier kurz vom Ziel. Stan, Mitch. Alter Profi steht da. Road 96. So, mal gucken, ob der Baum. Ne, kommen wir nicht. Also, wir können hier nochmal eben von der Seite aus ran. Ne, geht nicht. Das war der Baum, mit dem wir rübergekommen sind, ne? Also mit Zoe auch noch. Hoffentlich schaffen wir noch das mit dem 3, 6, 7, 7 Punkte hätten wir. 7. Ich hoffe es. Wählt. Trau nur selbst. Wählt. Voice Power. Ach, da hat jemand Steine kaputt gemacht in so einem Drecksack. Mann, ey. Die Polizei hat diesen Ort gefunden. Das behaupte ich mal fast. Mir brennt alles. Die ganzen Sachen hier von den anderen Jugendlichen, die haben garantiert die ganzen Fluchtwege irgendwie abgeschnitten. Geldgeschenk nehmen. Wir nehmen mal das Geldgeschenk an. In der Hoffnung, dass wir es vielleicht jetzt brauchen können. Wer weiß das schon. $68. Was? Oh, fuck. Ah, war klar. Nein, das ist scheiße. Und wie sind wir jetzt durchgekommen? Das war irgendwie fair zu sehen, ne? Dass es immer enger wird. Das habe ich schon fast gedacht. Hat man ja auch gesehen, auf der Straße war viel mehr Polizei zu sehen. Scheiße. Fuck, wo sind wir denn jetzt? Sind wir hier in dieser Grube oder wie sie das genannt haben? Ach, guck mal, den kennen wir doch. Bin ich. In a holding cell near the border. They brought you in last night. Ah, mein Kopf tut weh. They beat you. That's why. But you should start to feel better soon. Wie haben sie dich erwischt, ne? Das weißt du doch. No, there are other cells here. Guys, say hello. Hey. Hey. Wir haben sie, das wissen wir doch. Wie lautet deine Geschichte? I guess you don't remember me. We met at a gas station. Ja, doch. I got arrested. Da wusste ich das. We're in a holding cell near the border. They brought you in last night. Wie lange bist du schon hier? Too long. I just want to get it over with. Ah.
getting transferred to the pits. In die Gruben gebracht zu werden, okay, ich verstehe. Die Gruben, bist du sicher? Well, you know, that's where crosses end up, isn't it? Haben wir wenigstens die Gruben auch mal gesehen, oder? Vielleicht können wir uns noch gerade so bis zum Wahltag durchschlagen. Get your hands off me! Scheiße. Wo bringen sie ihn hin? Your friend's been chosen for a new treatment. We'll turn him into a good teenager yet. Na, ganz toll. Du bist der Held. Max! Oh, zerreißen! 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 Vandalismus! Vandalismus! Völlige Eskalation! Oh, alles runterreißen! Und Floris-Bilder malen! Los! Erholen. Ah, okay, das können wir gleich machen. Mal auf Klo gehen, können wir nicht. Ah, hier geht nicht mehr. Okay, erholen. Sieht ja auch nach Erholung pur aus hier. Alter, 9. September, Wahltag. Ja, siehst du, sag ich doch. Pass mal auf, bis zum Wahltag bleiben wir hier. Und dann wird sich entscheiden, ob wir überleben. Wake up. Lass mich einfach in Ruhe, was ist los? You're being transferred to the Na. Pit. Now get up. Was ist da draußen los? Was ist das für ein Geräusch? Demonstrations. It's election day and scum like you want to make trouble. Na. Das ist ein ganz toller Hecht. Now time to get you in the truck. Und da ist wieder Fanny. Go, go, go. Max, ich bin froh, dich zu sehen. Was, das ist Max? Das ist doch nicht Max. Max? Das ist doch nicht Max. Max? Das ist tatsächlich Max. Denke ich mal. Hoffentlich sind das gute Polizisten. Können wir was tun hier? Ach, du willst doch wahrscheinlich rausgucken, ne? Ich hasse dieses Land. Do I know you? Sonja hier, live at the border on election day. Events have quickly turned into a heated protest. Fires are spreading as rioters in high numbers have gathered at the wall. The tension is rising. Und jetzt werden die Stimmen ausgezählt. How do they expect me to do a transfer in this? Look at this, man. This is crazy. It's happening. The BBs will save us. I know it. Demonstrieren? You know we're in here, right? Ah! Uns wird geholfen! Ja. Brigade! A prison van has just been flipped over. Go, go, get him out! Everybody, to the wall! Where the hell is Robert? Big John, did you see Alex? You saw Alex? Where is he? At the wall. Kid, come with me. I gotta find some wood. Okay. Und es geht weiter. Oh, also ich wollte das gerade hacken. Gut, hat sich auch erledigt. Wart auf mich, John. Wart auf mich. There's an opening up here. Oh nee, er mit seiner Bombe. Scheiße. Oh, bitte mach keinen Fehler, Kleiner. Mach keinen Fehler. Wir müssen es überleben. Ach du Scheiße, jetzt geht's los. Robert must have changed the code. Dude is a straight up a-hole. He probably used a code you wouldn't know. Den du nicht kennst. Achso, und wir sollen das jetzt erraten oder was ist da hier? Welchen Code hast du ausprobiert, Alex? 1919, the brigade radio frequency. And 1986, they seem the most logical. I have an idea. Young one, try 6682. You sure? Hurry! Okay. How'd you know? That was the code of the first bomb. Your birthday. First bomb? My birthday?
Your mom and dad, Alex. Naomi and Steven. They built it and used the most important day of their lives as the code. We were gonna use it, but there was a problem at the last moment. That's when Connie and I tried to take Tyrak out in the truck. We'd worked too hard to come up empty-handed, but we missed. And Tyrak detonated the explosives on the peak. And my parents were killed. Yes. And Connie. And so many others that day. Why didn't you tell me this sooner, John? I thought it'd radicalize you. Push you to build the bomb. And I didn't want you to hate me. Hate you? If I had killed Tyrak, your parents would still be alive. They made their choices, Mr. Yu. They put themselves in that position. That's not on you. Thanks for saying that, kid. Now come on, let's... Don't move! Hands up and turn around. Slowly. Jetzt muss sie herausfinden, dass das Papa Bär ist. Hands up, I said! Mom, don't shoot! Alex? Das ist Papa Bär. Your mom's a cop. Get out of here, Alex. That voice. Die werden es rausfinden, diese Stimme. Wait. Mama Bär, Papa Bär? Papa Bär? Ah. No. You know each other? Yeah. Turns out I've been chatting up with Amy with the very person I was after. Well, it's not great for me either. The woman I love being a cop and everything. Love. Yeah. Love. Ha! Don't make me laugh. Listen, I'm sorry I stood you up. I chickened out. You think I care about that now? My mom and Mr. Ursus? We're gonna go on a date? My mind is gonna explode. Alex, I told you, get out of here! Listen to your mom. So, how do you know each other again? I did some work for the brigades, for info on my bio parents. John knew them. Yeah, right. It's the truth. My girlfriend and I were friends with Alex's parents. Your girlfriend? She died in 86. I've been trying to protect Alex. You gotta believe me. It's true, Mom. John wasn't using me. He was trying to protect me. Look, I screwed up. I became a part of something that turned bad. Not a day goes by that I don't regret it. But I'm a different person now. I want to be with you. I'm a cop, and you're a wanted criminal. Forgive me, but I don't see how that could work. Mom, look around. Things are happening. Change is happening. Give John another chance. He screwed up, but we all make mistakes. You, for instance. Me? Yeah, I mean, come on, Mom. You know what Tyrak is doing to teens. I do. Yes. You really want to keep working for a government that does that? No. I haven't wanted to do my job for a long time now. But I did it. For you. Ach so. Well, you no longer have to, Mom. Now, please, lower your gun. Ja, sie wird sie schon runternehmen. Alles andere würde mich jetzt echt umhauen. Ich weiß halt, dass ich was im Auge habe. We can cross together. There's nothing keeping us here. We can leave. Mom, what do you think? Kid, you can come if you want. Aber sind wir wohl gemeint? The supporters on the other side of the wall have broken through and are now fighting the border forces with the brigades. Could this be it? Is the revolution really happening? Und jetzt kommen gleich die Meldungen 51% für Floris. Oh nein, ich will noch eine 50-50 Dinger nicht. Ah, oh, Scheiße, den Kampf anschließen oder fliehen? Also fliehen, ja gut, dann könnten wir vielleicht uns halt unseren eigenen Arsch retten, auf gut Deutsch gesagt, den Kampf anschließen, dann würden wir wahrscheinlich sterben. Und es ist ja auch nicht unbedingt positiv, weil den Kampf anschließen, wir wollen ja nicht kämpfen, wir wollen ja nur die Veränderung, wir wollen ja keinen Kampf. Ich würde einfach nur fliehen.
Ja komm, geflohen sind wir schon oft, Kämpf. Ah, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Auf der anderen Seite fliehen, das ist dann halt ein einzelnes Menschenleben. Und den Kampf anschließen, das wäre eben der Kampf für die Gemeinschaft, ne? Fliehen wäre, glaube ich, ein bisschen zu einfach. YOLO. Und vielleicht ist es auch gleich vorbei, wenn sie sagen, hey, 51% Floris. Now might be a good time to go, sir. Ach, den kennen wir auch. Ach. Fire at will. Sir? Und die Welt war dabei. Herzlichen Glückwunsch. Da tut sich eine Lücke auf, wenn das mal nicht. Aber wir stehen ja immer noch oben, wir haben ja gar nicht gekämpft. Das war also eine Finte, dieses Spiel. Dieses Spiel! The uprising that started that day spread to most of Petria, ensuring a fair, democratic election. Floris won by a landslide and promised to repeal much of what Tyrak had done. Tyrak was arrested and tried for his crimes. The iron pits were closed, and the wall came down as well. Though it's far too early to tell what the future of my country holds, for the first time in many years, there is hope. And that, at the very least, is a good place to start. Na, siehst du, dann haben wir doch alles erreicht. Ach, Queen musst du doch nicht. Ist doch mehr oder weniger ein gutes Ende. Ja, also muss ich sagen, Wahnsinn spielt. Ich kann mich hier mal einblenden zwischendurch. Ist warm. Ist echt warm. Boah, geiles Spiel, oder? Also ich meine, ich hatte ja schon in der Demo schon gesehen, dass es ein geiles Spiel wird. Aber dass dann die Story einen noch so dermaßen packen wird. Und vor allem, was ich auch ganz cool fand, jetzt auch gerade so zum Schluss, so diese Abwechslung. Also wirklich. Mit geiler Musik, mit einer geilen Aussage. Und mit Bildern anscheinend nach dem Krieg, hätte ich fast gesagt, nach den Aufständen. Greetings from Petria. Auch wenn die Geschichte ganz schön krass ist. Ne? Ich meine, vielleicht gar nicht so weit. Ach. Ah, auf Party schön. Schönen Urlaub wahrscheinlich. Ich meine, die Story war natürlich sehr, nicht vorhersehbar, würde ich jetzt nicht sagen. Nein, vorhersehbar nicht. Aber die Richtung war klar. Ist echt ein schönes Spiel, das muss ich auch sagen. Müssen wir nachher mal gucken, ob wir tatsächlich alle Storyteile abgeschlossen haben. Ich denke mal, Jared haben wir nicht zu 100% abgeschlossen. Einfach aus dem Grunde, weil wir eben kaum Taxi gefahren sind. Wir haben es immer vermieden. Er sagte ja auch von sich selber, ja, fahr niemals Taxi. Tja. Deswegen bin ich in die Taxi gefahren.
er war eben so der einzige Charakter, wo du sagen könntest, okay, dem traue ich zu, dass er mich auch irgendwo auf offener Straße abknallt. Also, hab ich's doch sein lassen. Das Einzige, was wir noch nicht geschafft haben, wir haben halt das mit den LKWs nicht geschafft, dass wir nicht mit dem LKW flüchten konnten. Wir haben leider die Schlepper haben wir nicht geschafft. Jared. Ach, mit seiner Lola. Hätte jetzt, glaube ich, auch sein Fried. Und ich glaube, mit Robert hat es auch nicht unbedingt den Falschen getroffen. Weil Robert war, glaube ich, ziemlich sicher. Auch wenn er zu den Brigaden gehört. Ich glaube, er war einfach ein Arschloch. Und Zoe geht's auch gut. Auch wahrscheinlich wieder zu Hause. Nach dem Aufstand. Vielleicht. Ja, die beiden sind vielleicht auch zusammen. Wer weiß das schon. Für jeden Fall so ein kleines Happy End. Adam. Ja, was ich lieb, das neckt sich hier, war das? Ja, ja. Memory of Francis Babilotte. HBO und Stadia. Ja, Stadia. Ach, das ist das Team, sehr cool. Da kann ich nur auch an dieser Stelle sagen, vielen Dank für dieses schöne Spiel, auch wenn ihr das wahrscheinlich niemals hören werdet oder sehen werdet. Aber trotzdem vielen Dank für dieses geile Spiel. Und das sind immer so, habe ich schon bei jedem Spiel gesagt, auf das es auch zutrifft. Solche Spiele braucht man. Man braucht nicht diese ganzen Grafikbomben, das braucht man alles gar nicht. So ein geiles Spiel, richtig schon mit Geschichte, das ist geil. So, dass man auch so ein bisschen mit den Charakteren mitfiebert und so ein bisschen mit lacht, vielleicht ein bisschen mit weint, mitfiebert, wie gesagt. Das ist so, das sind die Spiele, die man braucht. Genau das sind die Spiele. Guck mal, Stand Match haben wir auch nicht abgeschlossen. Und Jerry natürlich auch nicht mit 58%. Entwicklerlohn, ja genau, Entwicklerlohn. Ja, es gibt halt schon richtige. Und es sollte viel mehr so eine Projekte geben. So ein neues Spiel Plus. Wenn wir mal gucken, was es da so gibt, was da passiert. Wahrscheinlich ist es ein komplett neues Spiel, aber dann wahrscheinlich mit alten Fähigkeiten. Wahrscheinlich, oder? Ja, das ist hundertprozentig nochmal das ganze Spiel von vorne mit allen Fähigkeiten. Ach so, nicht mit allen Fähigkeiten, aber mit Stan und Mitch. Also wir spielen jetzt im Prinzip alles nochmal, würden jetzt alles nochmal spielen. Naja. I'm here at our nation's border under National Mountain, the site of the Black Brigade terrorist attack in 86. Man drückt halt zum Überspringen. Ja, das war der Anfang. Das war der Anfang. Ja, ich habe mich nämlich schon gewundert, auch so gerade so, wenn man am Anfang so John kennenlernt, da gibt es nämlich durchaus Areale, die man noch gar nicht betreten kann, weil das da direkt am Anfang ist und da hast du ja sowieso noch nicht alle Skills. Hat echt Laune gemacht zuzugucken, das freut mich, Eptik. Dankeschön. Es ist auch ein geiles Spiel. Ich meine, da macht sich der Rest von alleine. Ja, also wenn das Spiel geil ist, dann ist auch das Let's Play also meistens gut. Ne, weil das Spiel ist einfach top, muss man echt sagen. Das ist natürlich jetzt auch wieder die Frage, ne? Hätte man... Ist das ein anderer Anfang? Better be good to me. Ein anderer Anfang, ne? Oder hatten wir das Motel auch direkt am Anfang? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Das ist, war doch neu. Ich meine nicht, dass wir hier... Ich glaube nicht, dass wir hier... Dass wir mit dem Motel gestartet sind. Nein, definitiv nicht. Daran würde ich mich erinnern. Hallo, I'm Steve. Owner of the Paradise Motel, where just one night will forever change your life. Now, there are rumors of a serial killer in the area, but that's just what those are, rumors. Serienmörder? A rumor started by our rival Supreme Motel. They're just jealous of our jacuzzi. Try to avoid the cops. They're all in Tyrak's pocket. Ja gut, man kann also natürlich davon ausgehen. Hey, not so fast. Ja, Entschuldigung. Storage. Okay, $25 schlafen. Kann man natürlich nicht. Ja gut, ich glaube, man kann jetzt davon ausgehen, dass es da diverse Enden gibt. Ja, vielleicht Enden, da dürfte es eigentlich so viele Variationen geben, weil letztendlich wird es darauf hinauslaufen, flüchtest du oder kämpfst du? Das wird wahrscheinlich trotzdem darauf hinauslaufen. Und ich denke mal, dass das Finale wird, glaube ich, gar nicht so sehr... das wird, glaube ich, gar nicht so sehr ändern.
Ich denke mal, es wird sich einfach eben dann nur daran, dass man vielleicht sagt, hey, du kämpfst denn oder du flüchtest halt. Ich glaube, das bleibt dabei. Kann sein. Ja, ist vielleicht möglich. Vielleicht wäre es auch anders, wenn man jetzt mit mehreren, wenn es mir gelungen wäre, mit mehreren Jugendlichen vielleicht zu fliehen. Vielleicht hätten wir die absolute Mehrheit vielleicht schon früher erreicht mit Floris. Der weiß das schon. Das kann natürlich sein. Das kann natürlich durchaus sein. Aber es scheint hier doch durchaus andere Starts zu geben. Schloss knacken, ja, das geht natürlich. Na, ma. Eine Fluppe. Notiz an mich selbst. Das Passwort für den Tresor ist 2852 48 48. Eine weitere Notiz an mich selbst. Andere, ändere das Passwort jedes Mal, wenn du den Tresor leerst. 48... 48, 48. Aber ist auch egal, wir können es hacken. Ist egal. Oh, nehmen wir alles mit. Na klar, nehmen wir alles mit. Klar. Man ist gleich wieder im Spiel, ne? Irgendwie. Eigentlich wollte ich das gar nicht. Eigentlich wollte ich gleich direkt quasi auf. Irgendwie ist man doch. Straße gesperrt. Diese Straße ist aufgrund davon Protestaktion bis morgen gesperrt. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Deswegen müssen wir ein bisschen ablenken. Ich werde das jetzt nicht zusammen, ich werde das nicht zu Ende spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich glaube, man könnte jetzt so viele Variationen, glaube ich, jetzt spielen. Wo ich ganz ehrlich sagen muss, hätte ich zwar Bock drauf, aber ich glaube nur privat. Das ist, glaube ich, wir haben das Ende gesehen. Jetzt ist so ein bisschen der Zauber raus. Und. You're awake. Good. I know, it's not your room. Don't worry, I'm a taxi driver. I'm used to sharing spaces with strangers. Ja, ich nicht. Du hast Jared kennengelernt. Ah, wir haben ihn kennengelernt. Mir ist nicht wohl dabei. No. Personally, I find it cozy in here. Just you and me. Together. Warum bin ich hier? Don't worry. I just need your help. With a little problem. Okay. Uh-oh. Could be a cop. They're patrolling motels looking for missing teens. Teens like you. Not yet. Anyway. Nothing. Okay. Get in the closet and don't make a sound. Not even a peep. Oops. Oh, hi, Steve. I feel that I am in paradise. Well, bye. Actually, I didn't know paradise could... Ahem. You found my little problem. Yeah. Good. So, yeah. I need your help. Oh, dann hilf damit. Warum haben sie den umgebracht? He talked too much. Ja, so viel wie du. Maybe a little. Hey, see that face on the TV? Soon it will be gone. Oh, now, come on. Let's give our little friend here a nice hot bath. He could use some cleaning up, don't you think? Ja, natürlich. Yeah, I bet you are. Oh, no.
Wie bitte? I forgot the soap. Das ist aber ärgerlich. No, you don't know what kind of soap. Er spricht mir so von der säurehaltigen Seite, glaube ich. Into the tub. Pack den Bullen in die Wanne und versuche ihn abzuhauen. Ich werde wissen, wenn du es tust. Aha. Okay, dann ziehen wir ihn nochmal in die Wanne. Kann natürlich auch sein, dass wir mit Spiel Plus, dass wir dann nur die Missionen spielen, die wir noch gar nicht gezockt haben, oder? Kann das sein, dass wir nur die Episoden zocken? Wäre möglich. You should leave the bathroom now. It's gonna get pretty steamy. Okay. Mach, was du willst. Viel Spaß. Ich gehe dann schon mal raus, wenn es okay ist. This might take a while. It's very dirty. Ich brauche einen Schlüssel. Rausziehen. Watch your back, Sonja. Da und danach sehen. Watch your back, Sonja. Irgendwo einen Schlüssel vielleicht. Kassette, Kassette, Kassette. Nee, ist nix. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Did I hear knocking? Ja. Open the door. Na klar. Schlüssel erworben. And keep your mouth shut. Okay. Or you'll take a bath too. Okay. Also ich soll die Tür aufmachen. Hallo? Und Tür? Achso. One more thing. Hi. Oh. Is Jared here? Nein. Er ist rausgegangen. I saw him get a gas can from his trunk. Nein. Füll mit Wasser auf. Oh, okay then. So, there's nothing I can help Jared with. Nein, Jared braucht nicht. What a relief. Oh, I see Jared's watching the boob tube. Is the reception to Jared's liking? Alter, fang super. Oh, okay, good. Well, tell me if Jared needs more channels. Ja, die Pornokanäle. Er braucht. Is everything okay? Make him go away. Now. Ja. That smell. You guys grilling in there? Verschwinde sofort. Verschwinde sofort. Fine. But you don't have to be rude about it. Close call. Verpiss dich! Hab's da was gemerkt? Steve's not a connect the dots kind of guy. Here for helping me with my little problem. Hab ich doch schon. Ach so, okay. Dankeschön. Das ist wenigstens nett. Dankeschön. Now go. Yo, tschö. Tschüss. Er steht immer noch da hinten. Scheiße. Oh, Autoschlüssel. Is everything okay? Auf die Polizei. Alles in Ordnung, alles gut. Oh, hi Jared. Ach, hab ich's doch gewusst. Now Steve is dead. It's all your fault. Was? Warum meine Schuld? Ich habe mir noch nichts gesagt. Oh, I see. I won't get angry if you aren't. Not this time anyway. Ich hab doch nichts gemacht. Türschlüssel nehmen. Er fragt sich nur für welche Tür. Ein Tresor haben wir jetzt hier auch nicht. Ja, wahrscheinlich für ein Tresor hier drin. Nein. Türschlüssel? Ach, Türschlüssel da drüben vielleicht. Aber wir haben uns da doch reingehackt, oder nicht? Wir waren doch da drin.
hier ist ja sonst nichts. Ja, waren wir da schon. Tresor? Hätte ich aber kein Tresor gesehen. Achso. Ich hab hier kein Tresor gesehen. Bescheuert, ich hab doch da gerade Geld rausgeholt. Ich hab kein Tresor gesehen. Was können wir hacken? Hacken. Oh, komm, Latz. Oh. Autoschlüssel haben wir ja nun auch nicht. Ach, dann hau ich. So. Und wir sind bei Jared mit 70%. Mal gucken, ob jetzt eine bekannte Story. Tut mir leid, ich weiß, ich bin. Ich wollte eigentlich schon längst aufgehört haben, aber ich will zumindest noch mal gucken, was jetzt für eine Story kommt. Auch wieder neu. Nee, nicht ganz neu. You killed the radio star. Nee, das haben wir schon gespielt. Das haben wir definitiv schon gespielt. Definitiv haben wir das schon. Weil jetzt müssten wir gleich Sonja treffen. Sonja haben wir zu 100%. Würde ich mal so sagen. Okay. Dann würde ich doch mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wie gesagt, das Spiel hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich muss echt sagen, wirklich ein Top-Spiel. Und wie gesagt, ich mag immer zwei Sachen ganz besonders an Spielen. Wenn du dich irgendwo mit den Charakteren irgendwo so ein bisschen identifizieren kannst. Na, also wenn du richtig Bock auf die Charaktere hast, wenn du auch so ein bisschen mitleidest und ein bisschen mitfühlst, so, weil das finde ich schon mal ziemlich geil. Und ja, wenn das nicht so aufgepusht ist irgendwie, ne? Also wenn du wirklich Bock hast, von Episode zu Episode, von Geschichte zu Geschichte dich irgendwo zu hangeln, finde ich das mega geil, muss ich sagen. Wenn das nicht zu einfach ist, nicht zu schwer ist. Und danke noch, dass du das Spiel fein zu Ende gebracht hast. Ich denke mal, mit dem Ende kann man ganz gut leben. Wir hatten natürlich ein paar Verluste zu durchzustehen, aber ich denke mal, alleine schon den Verlust nachher bei dieser Geschichte mit Zoe nachher zum Ende, das war die einzige logische Konsequenz. Also ich behaupte mal, dass man auch fast nicht durchspielen kann, um wirklich alle Teenager durchzubringen. Ich glaube, das ist einfach vorprogrammiert, dass man halt auch einfach Verluste mit hinnehmen muss, um auch ein gewisses Gefühl oder vielleicht ja, um sowas irgendwie halt aufbauen zu können. Na, um halt so einen gewissen. Um so eine gewisse Spannung halt aufzubauen. Es sollte ja noch nicht selbstverständlich sein, dass man das Spiel einfach so durchzockt. Finde ich schon ganz cool gemacht. Es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Deswegen habe ich es auch mit Freuden gerne zu Ende gespielt. Und ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. An dieser Stelle beende ich dann das Let's Play. Vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wir sehen uns beim nächsten Let's Play irgendwann wieder. Und vielen Dank immer fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.